Der Audi Star Talk aus dem Audi-Zentrum Mönchengladbach. Wunderschönen guten Abend. Hallo zu Hause. Hallo hier im Saal. Schön, dass Sie da sind. Der erste Audi Star Talk der Saison 2015-2016. Schön, dass Sie dabei sind. Und wir freuen uns heute mit einem Gast, der im Sommer quasi den inoffiziellen Titel des Rückrundenmeisters bejubeln durfte und der mit seinem Verein, mit seinen Fohlen nach fast 40 Jahren endlich wieder im Kreis der Champions mitmischen darf. Morgen geht's gegen Manchester City. Ist das nicht eine tolle Geschichte? Wir freuen uns über den Geschäftsführer Sport, Max Ewald. Herzlich willkommen. Guten Abend. Dankeschön. Das Publikum ist warm. Hört sich gut an. Tut auch gut in diesen Tagen. Ja. Sie müssen natürlich wissen, liebe Zuschauer, ist ja klar, dass man jetzt nicht eine Woche vorher anruft und sagt, lass eine Sendung zusammen machen, sondern man spricht natürlich schon Wochen vorher darüber und sagt, Mensch, wäre toll, wenn die Champions League zum ersten Mal nach so langer Zeit wieder in Gladbach ist, dass wir eine Sendung zusammen machen. Und dann guckt man so auf die Spielpaarungen Woche für Woche und denkt, das wird immer eine triste Veranstaltung. Insofern, ich glaube, sind Sie auch sehr erleichtert, dass jetzt die Woche so glücklich war, ne? Zwei Siege. Ja, man sitzt etwas entspannter hier. Also ich hätte es nicht so lange, hätte es nicht dauern müssen. Ich bin doch sehr froh, dass wir jetzt die letzte Woche so überstanden haben, dass wir jetzt die 6 Punkte auch gemacht haben. Es war eine intensive Woche und ich bin froh, dass wir jetzt Manchester City zu Hause spielen dürfen, eben mit 6 Punkten in der Bundesliga im Rücken. Jetzt ist es ja so, wir wollen uns eine ganze Stunde miteinander Zeit nehmen. Wir wollen natürlich viel über Sportliches reden, auch ein bisschen über Persönliches. Und wir haben seit dieser Saison eine neue Geschichte, nämlich zu Beginn einer Sendung wollen wir immer gleich flott reinkommen und schon mal so ein paar Überblicke über die Sendung sozusagen liefern. Und wir machen das mit einer Rubrik, die wir nennen die schnelle Minute. 60 Sekunden, ich fange jeweils immer einen Satz an. Sie ergänzen bitte das Spiel. Dürfte geläufig sein. Auf geht's, die schnelle Minute mit Max Eberl. Zum ersten Mal die Champions League zu Gast in Gladbach, das ist für mich eine ganz große Sensation. Unsere jüngsten 2 Siege bedeuten mir sehr viel, weil sie erstmal Ruhe bedeuten. Favres Rücktritt war für mich ein Schlag. André Schubert ist eine sehr gute Lösung. Meine Transfers in dieser Saison werden wir am Ende der Saison bewerten. Wir schlagen Manchester, dürfen ruhig, ja. So, wir schlagen Manchester City, weil? Sie kommen nur zu 8. Am Ende der Saison werden wir? Einstellig sein. Ich bleibe bis 2020 hier, weil? Ich mich sehr wohl fühle. Und Uli Hoeneß ist immer noch mein Vorbild? Ja. So, also der Satz war grammatikalisch nicht richtig, ich weiß, aber ich habe nichts anderes gewusst. Das ist überhaupt kein Problem. Die Minute war ja auch schon um. Ach, Gott sei Dank. Habe ich nicht gesehen. So, also Sie merken schon, wir werden heute natürlich viel über Fußball reden. Wir haben verschiedene Themen eben gerade schon ganz kurz angerissen. Das ist das eine. Und dann wollen wir natürlich auch die Person Max Eberl ein bisschen näher kennenlernen. Und wir haben dazu eine Geschichte, die hat viel Tradition bei uns. Nämlich wir wollen unseren Gast am Anfang der Sendung immer aus einem besonderen Blickwinkel vorstellen. Und zwar den Blickwinkel der Menschen, die für den Fußball eigentlich mit am bedeutendsten sind. Nämlich unser Nachwuchs, unsere Kleinen. Die Kleinen über die Großen heute mit Max Eberl. Erinnert mich an einen Mann von Enrico, der Bruder. Also ich würde sagen, er ist bekannt, aber nicht berühmt. Ich habe den auf jeden Fall schon mal gesehen. Ist er nicht Trainer bei Borussia Mönchengladbach? Nein, ist er der Manager. Ja, trinkt Kaffee, hockt rum, schreibt irgendwas und telefoniert. Er guckt auf Fernsehen. Und er könnte auch passen, dass die Kinder keinen Schmarrn machen. Also, wenn er bei den Profis ist, dann ist es natürlich ernst, aber sonst, glaube ich, ist er ein kleiner Spaßtyp. Max, bist du lustig? Ja, der sieht richtig nett aus. Er hat einen breiten Mund. Ja. Er hat eine Brille, braune Haare oder so. Bisschen dick.
Vielleicht hat er bei McDonald's gearbeitet. Unsere Fußballkids, erfrischend. Wenn wir mal ein bisschen zurückschauen, wir haben ja uns sehr vertieft in das Leben von Max Eberl. Es gibt ja auch ein tolles Buch, Ein Indianer am Niederrhein, eine Biografie über ihn, da sind tolle Bilder drin. Als Kind und als Jugendlicher gärtenschlank. Da, Was soll das heißen? Hier ja, zum Beispiel. Ja. Müssen dazu wissen, das wissen vielleicht nicht alle, schon in der Jugend, glaube E-Jugend schon angefangen bei Bayern zu spielen. Genau. Das ist ein sehr pikantes Bild, weil das ist mein bester Freund. Wir haben uns leider aus den Augen verloren, aber wir haben immer sehr gern Tennis gegeneinander gespielt und er war deutlich besser als ich. Ich habe aber immer gewonnen, weil er mich hat gewinnen lassen. Weil ich so wütend war, wenn ich verloren habe, dass er sagt, er wollte keinen Ärger haben. Er hat mich immer gewinnen lassen am Ende. Sie haben sich aus den Augen verloren, dann machen wir noch ein bisschen Bitte melde dich. Also wenn Sie das hier sehen, dann melden Sie sich bei uns und geben das gerne weiter. Aus der Zeit übrigens, die wir gerade gesehen haben auf den Fotos, stammt auch eine sehr schöne Aussage Ihrer Großmutter, die nämlich, glaube ich, lieber gehabt hätte, dass Max Eberl Arzt wird, weil sie gesagt hat, im Fußballgeschäft, da muss er sich immer so viel ärgern. Wie oft haben Sie sich in den letzten Wochen in die Schwarzwaldklinik gesehnt? sagen wir mal so, es war eine sehr, sehr interessante Zeit. Es war sehr von Erfolg geprägt, mit dem wir auch dann umgehen mussten in der Sommerpause. Und dann war natürlich erstmal das genaue Gegenteil, dass du eine totale Misserfolgsphase hattest und gekrönt dann leider mit dem Rücktritt von Lüsschen. Also es war schon eine sehr, sehr intensive Zeit. Aber ich muss fairerweise sagen, ich habe mich nie danach gesehnt, im Krankenhaus zu sein, sondern ich habe mich einfach danach gesehnt, diese Aufgaben lösen zu wollen. Und du hast es vorhin gesagt, ich duck mich nicht gerne weg, sondern ich stelle mich dann der Verantwortung. Und das tue ich auch jetzt. Und wir versuchen einfach, gute Lösungen zu finden für uns. Wir duzen uns sowieso auch hinter der Kamera, dann machen wir das jetzt auch vor der, das ist, macht die ganze Sache auch ein bisschen entspannter. Ach, das ist überhaupt gar kein Problem. In der Vorbereitung ist es ja so, Max, also zumindest kommt es mir immer so vor, dass man da als Manager und als Geschäftsführer natürlich schon auch immer, ist ja klar, man muss natürlich einen positiven Spirit verbreiten. Und man muss natürlich immer erzählen, es ist die beste Trainingslage aller Zeiten und so, die Sprüche kennen wir ja alle. Ne? Gab es denn für dich trotzdem so in der Vorbereitung auch so eine Phase, vielleicht so gegen Ende, wo du auch gemerkt hast, es könnte doch schwieriger werden? Oder kam das wirklich so wie Knüppel aus dem Sack? Ja, es kam wie Knüppel aus dem Sack. Wir haben eine Vorbereitung gespielt, die absolut reibungslos war. Gute Ergebnisse gemacht, gute Spiele gemacht, das Training war gut, der Trainer war bereit, die Jungs waren bereit, die jungen Spieler haben sich integriert. Die Verletzungen haben uns so ein bisschen geärgert, also gerade Martin Stranzl, Alvaro Dominguez, dass es dann so lang gedauert hat, länger als wir gedacht haben. Das war dann so ein bisschen das Haar in der Suppe, aber die Ergebnisse waren einfach positiv und die Spiele waren positiv. Und das Pokalspiel St. Pauli war ja das erste Pflichtspiel, das geht dann relativ schnell unter, dass wir nach einer normalen ersten Halbzeit dann aber in einer Art und Weise gedreht haben, wo wir alle gesagt haben, hey, ja, junge Mannschaft, aber mit unglaublich viel Enthusiasmus, guter Struktur. Also auch ein Erfolgserlebnis. Ja, und St. Pauli 4-1 auswärts zu schlagen in der Pokalrunde, das ist nicht so leicht. Und es lief alles sehr gut. Und das ist ja dann oft eigentlich schon das erste Alarmzeichen. Aber natürlich willst du nichts unterbrechen. Was sollst du machen? Du kannst ja nicht einfach sinnlos auf irgendwas draufschlagen, was gar nicht da ist. Und Dortmund war dann schon für alle doch sehr ernüchternd. Ne? Auch die Art und Weise, die ersten 10 Minuten waren noch so, dass du gesagt hast, okay, ja, hey, gut stehen und deine Konter fahren. Und dann sind wir doch ein Stück weit auch überrollt worden von Dortmund. Und das war dann für alle ernüchternd. Das war dann auch der Schlag, den alle erstmal verkraften mussten, aber du hattest nicht die Zeit, es zu verkraften. Dann kamen Spiele wie Mainz. Die haben wir vor 3 Monaten noch gewonnen, die haben wir jetzt auf einmal verloren. Und auf einmal warst du in einer Negativserie drin, die wir lange nicht mehr erlebt hatten. Mit den kleinen HSV, exakt. Und deswegen, und das war das, mit dem wir einfach umgehen mussten. Und da kannst du auch in der Vorbereitung hinweisen, wie du willst. Du kannst auch warnen, aber wie du sagst, du kannst nicht alles in Schutt und Asche reden. Gab es auch keinen Grund. Wir müssen uns jetzt der Aufgabe stellen.